Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, die Mel, und ich möchte euch heute mein fertiges, gefülltes, dickes, fettes December Daily zeigen. Ich habe mir einfach überlegt, ich spare mir jetzt an dieser Stelle die Sache mit den Fotos und mache es einmal vor der laufenden Kamera. Da haben wir alle mehr davon irgendwie. Also dieses Album ist ein wenig expandiert über die Zeit. Als ich das gebaut habe am Anfang, war es noch relativ dünn. Es wurde dann immer dicker und letzten Endes war es so fett, dass ich die Ringe nochmal austauschen musste. Das heißt, es sind jetzt dickere als die, die beim December Daily Kit von Dani original dabei waren. Und ich habe auf dieser Seite jetzt einfach Löcher und ein Band reingemacht, um es hier zusammenzuhalten. Ansonsten klafft es nämlich einfach so auf. So wird es jetzt ein bisschen zusammengepresst. Quasi ein Korsett für mein kleines Dickding. Den Titel hier vorne hatte ich ja ganz am Anfang schon fertig gemacht. Da sind jetzt einfach nochmal irgendwie hier so drei Pailletten irgendwie hintergekommen und dieses kleine Rentier, Hirsch, irgendwas, Holzteil habe ich noch zugefügt und hier an den Ringen, da sind diese Glöckchen dran gekommen. Das sind so Sachen, die habe ich halt in den letzten Tagen irgendwie gesammelt über Karten und Adventskalender und lauter schöne Dinge, die mir die Adventszeit versüßt haben. Und sowas wird bei mir dann auch direkt verarbeitet und eingebaut. Die Ecken sieht man jetzt hier, haben solche Taschenecken oder Buchecken oder wie immer man das nennen mag, bekommen, weil dadurch, dass ich dieses Buch jetzt schon mehrfach irgendwie durch die Gegend geschleppt, in Regale gestopft und in Kisten geschmissen habe, haben die dann direkt schon ein bisschen gelitten. Diese Alben werden bei mir halt nie so besonders vorsichtig behandelt, von daher sind solche Hilfsmittel von mir oder bei mir dann sehr beliebt, damit es dann etwas langlebiger ist. Und ja, so sieht es jetzt also aus. So, guck mal hier, weil es sich biegt, kommen hier die Eyelets ein bisschen raus. Das muss ich nochmal nachziehen. Dann wollen wir mal reingucken. Gucken, dass ich es nicht zu doll zugeschleift habe hier. Nee, habe ich nicht. Ja, man sieht jetzt, der Buchdeckel ist ein bisschen rund geworden. Es blättert sich jetzt gerade nicht ganz so gut, aber egal. Den Großteil der Seiten habe ich ja im Forum schon als Fotos gezeigt. Da muss ich jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. So ein paar Kleinigkeiten mag ich euch nochmal näher bringen, die ich halt ganz schön finde. Hier habe ich zum Beispiel für dieses, und das jetzt hier, genau, Tannenbaum im Embelli, habe ich einen Sticker verwendet von den Bögen, die bei dem Kit dabei waren, und habe so ein, wie heißen die, Epoxy Dots, diese durchsichtigen Klebedinger, da drauf geklebt und von hinten mit einem Abstandklebepad da drauf gebracht. Das sieht ganz hübsch aus, finde ich. Das ist natürlich für so ein Album irgendwie eigentlich eine total bekloppte Sache, weil man sehr schnell Höhe hat. Ich kann einfach nicht drauf verzichten. Deshalb habe ich halt ein dickes Album. Aber ich mag es, das ist meins. Bei uns ist das halt alles immer ein bisschen schief. Die Seite ist hier zum Rausziehen, die ist hier aber fest, damit man sie nicht unterwegs verliert. Ja, komm her hier. Auf der Rückseite auch nochmal mit einem Foto hier den Hirsch. Das kann man jetzt nicht sehen, das ist so ein beflocktes Papier. Das fasst sich so ein bisschen samtig an. Mag gerne so ein bisschen Fummelsachen dazwischen. Hier habe ich einfach die Tags, zwei Stück zusammengeklebt und als Seite mit eingebaut. Ich mit der hübschen pinken Mütze, da machen wir gleich mal weiter. Ja. Komm her hier, guck mal, sowas passiert dann, wenn man es so doll zusammenkleben muss. Egal. Ha, jetzt ist es wieder richtig. Hier habe ich in diese Tasche, die habe ich aus den Pfeilfodern gemacht mit einer Nähmaschine, links und rechts eine Naht, und auch hier habe ich Tags, einfach immer zwei,
benutzt. Es waren ja so viele, die konnte man gut zusammenkleben, so dass sie von beiden Seiten hübsch sind, weil die waren halt weiß auf der Rückseite. Hätte man vielleicht auch was schreiben können, aber ich mochte das so sehr gerne. Hier gibt es dann nochmal eine Klappseite, meine Knackwurstkinder. Glitzer geht natürlich immer. Ich habe bei diesem Album und bei diesen Papieren wirklich das erste Mal überhaupt keine Schmerzen gehabt. Gold und Silber und Glitzer und halt auch so, dieses edlere Papier hier zusammen mit so einem Kraft-Cardstock zu verwenden. Also so richtig irgendwie alles und es passt trotzdem zusammen, finde ich. Hier noch eine Klappseite. Ne, auch hier Glitzersticker und auf der anderen Seite habe ich dann zwischendurch, hier auch Glitzersticker und Dymo-Band. Einfach ja ein bisschen Stilbruch. Ne? Hier auch Glitzerpapier und da diesen Kraft-Cardstock wieder. Ich finde das total toll und wie halt auch die Farben dann in diesem Papier dann immer wieder aufgenommen werden. Das mich macht das total an. Hier mal relativ schlichte Seiten. Dann habe ich hier ein, das habe ich jetzt ein bisschen doller zugeknotet. Ich glaube, das war fürs Foto, damit das hübsch aussah. Na, komm her jetzt hier. So, fotografiert ist, können wir ja jetzt praktisch zuschleifen. Und auch hier habe ich nochmal wieder viele Bilder. Und auch das ist natürlich eine Seite, das hat relativ viel Volumen in dem Album, aber ich mag das. Hier gibt es dann nochmal wieder was zum Rausziehen. Und hier habe ich eine Klappseite versteckt. Rotglitzer auch. Huch, so, da ist es. Rotglitzer finde ich auch sehr hübsch. Passt halt auch zu dieser Papierserie. Also das ist unheimlich vielseitig. Das finde ich total toll. Hier habe ich dieses, dieses quasi Mini einfach genauso gelassen, nur Löcher rein, beklebt und fertig. Hier nochmal so eine Klappseite. Da habe ich das jetzt genäht nochmal. Und auf der Rückseite habe ich das nicht angeklebt, da ist gar nichts hinter. Na, das ist ja eine Niete. Da muss man nochmal nacharbeiten. Die Seite hier finde ich sehr schön mit dem Vellum. Das hier vielleicht nochmal so. Na, man kann halt schon so ein bisschen durchgucken, aber noch nichts richtig sehen. Sowas mag ich gerne. Das war das Friedenslicht, das die Pfadfinder abgeholt haben. Es kam dann ganz romantisch in einem Pappbecher zu uns. Hier habe ich das Foto auch einfach so zum Rausziehen. Auf der Rückseite ein bisschen Journaling. Ich habe halt auch immer mal eine kleine Geschichte so dazu. Hier gibt es einfach mal nur so eine Karte als Seite. Mein Mann mit der peinlichen Mütze. Das müssen wir nicht weiter kommentieren. Ich bin da ja im Herzen eher paulianisch. Das finde ich auch schön, ganz schlicht grau. Hier habe ich dann nochmal so eine Schüttelseite. Das Prinzip habe ich mir bei Britta einfach abgeguckt. Die hat das so schön vorbereitet in ihrem Album. Ich direkt gedacht, ha, das mache ich nach. Ja, Mutter Hoch war beim Friseur. Auch sowas muss ja mal festgehalten werden. Und hier einfach nochmal so einen roten Glitzerring. Was ich halt auch immer versucht habe, ein bisschen zu machen, ist, dass man halt mal ein bisschen mehr zu gucken hat und dann auch wieder eine Seite hat, wo es halt nur ein Bild gibt und irgendwie nicht viel Gelaber, weil das Papier selber hier schon einfach, da ist schon genug drauf, da muss man jetzt nicht mehr so viel machen, finde ich. Das ist auch nochmal so eine Tasche aus einem von diesen Pfeilfoldern. Da habe ich unsere Keksebackerei einfach auf diese Karten geklebt. Da war dieser eine Bogen, wo man die ausschneiden konnte. Ich fand die einfach so schön
Da mochte ich gar nichts mehr draufkleben oder draufschreiben. Deshalb habe ich die so gelassen und auf die Rückseite nur die Fotos. Hier ein bisschen Journaling. Zack, so kam das da rein. Ja, auch nochmal eine ganz schlichte Seite, nur den Rand ein bisschen. Zack. Das Foto kommentieren wir nicht weiter. Hier ist dieser schöne Drahtbiegeschriftzug von unserer lieben Frau Conny zum Einsatz gekommen. Dann habe ich hier nochmal so eine eingeklappte Seite, wo ein Tag drin ist. Oder auch wieder zwei. Dadurch, dass man zwei zusammengeklebt hat, ist das auch schön fest. Also auch wieder benutzerfreundlich. Und wo ich auch immer ein bisschen drauf achten muss, kinderhändefreundlich, weil meine Kinder gucken sich unsere Alben gerne an. Die liegen bei uns überall in der Gegend rum und werden dann halt auch gegriffen und angeguckt. Und oha, jetzt mache ich Randale. Na? Gut. So. Einfach auch eine schlichte Klappseite. Diesen Enamelbaum, den habe ich mir bis ganz zum Schluss aufbewahrt. Ich fand den so schön. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr denkt, ach, das ist so hübsch, das muss ich an eine ganz besonders prominente Stelle kleben und dann wartet ihr so lange, bis ihr fast vergesst, es einzubauen. Mir passiert das gelegentlich doch. Hier nochmal ein bisschen Journaling. Unser Tannenbaumspitzenfail. Und für den 24. einfach noch die Zahl. Und hier habe ich dann auf dem rückwärtigen Buchdeckel ein Familienfoto von uns eingebaut. So, und wenn man sich dann dieses kleine, dicke Album so anguckt, würde ich auch sagen, ist gar nicht schlimm, dass die Weihnachtsfotos, oh, komm rum hier, da nicht mehr drin sind. Das ist ja so durchaus schon auf jeden Fall eine Weihnachtsgeschichte für sich. Ja, das ist also mein diesjähriges Dezemberalbum. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es so voll ist, wie es ist, hört es dann auch am 24. einfach auf. Ich habe am Anfang überlegt, das bis Silvester weiterzuführen, aber dafür muss dann wohl nochmal ein extra Mini her, aber das ist ja kein Problem. Minis gehen ja bekanntlich immer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich bin ganz gespannt auf eure fertigen Dezember-Tagebücher. Tschüss!